Hey, hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Projekt. Es ist Gruselzeit, denn wir beginnen jetzt zusammen das Horrorspiel Silent Hill 3, in dem ich hundertprozentig durch einen Herzinfarkt, oh mein Gott, was war das jetzt? Ja, das haben wir doch schon gesehen. In dem ich hundertprozentig einen Herzinfarkt erleiden werde. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ihr habt ja vielleicht, wenn ihr vorher schon meine Let's Plays gesehen habt, gesehen, dass ich leicht zu erschrecken bin. Aber okay. Wir fangen einfach mal an. Und zwar genau jetzt. Gut. Action Level. Okay, Level, wir nehmen einfach mal normal. Rätsel. Oh, da kann man sogar die Schwierigkeit von den Rätseln einstellen. Wir schalten einfach nochmal auf normal. Und nun schauen wir uns den Intro an, der jetzt bestimmt kommt. Was zur Hölle? Okay. Das habe ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt, aber okay. Ja. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt passieren wird. Okay, die Kamera ist etwas seltsam, gewöhnungsbedürftig. Und oh Mann. Was zur Hölle habe ich mir hier nur angetan? Okay, gut, wir laufen jetzt einfach mal hier ganz ruhig durch. Ich habe keine Angst. Oh mein Gott, da ist ja ein Loch. Was zur Hölle? Okay. Können wir da vorbeigehen? Okay, wir können da offensichtlich nicht vorbei. Gehen wir mal hier rum. Oh, das geht auch nicht. Okay. Gut. Okay. Okay. Boah, die Steuerung ist schon ein bisschen... Ein bisschen. Na, wirst du wohl gehen? Ein bisschen. Gewöhnungsbedürftig. Schauen wir mal. Okay, hier ist eine Wand. Hier scheint es weiter zu gehen. Was ist das denn hier? Ein riesiges Schild mit... Na? Nördlich von hier. Das heißt, wenn ich weiter in Blickrichtung gehe... Finde ich die Achterbahn. Ich werde in Blickrichtung gehen. Ist das ein Vergnügungspark? Wie weiter in Blickrichtung? Da durch oder was? Du kannst doch da gar nicht durchgehen. Kommen wir vielleicht... Nein, jetzt hat sie sich wieder umgedreht. Können wir da reingehen? Oh ja, da können wir reingehen. Oh mein Gott, was ist das denn? Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ja, natürlich. Was zur Hölle? Okay, gut. Weiter, weiter, weiter. Kann die eigentlich auch rennen? Irgendwie. Platsch. Ah, so können wir das Vieh schlagen. Okay. Zack. Lebt es noch? Oh mein Gott, es lebt noch. Oh mein Gott, was ist das denn da hinten? Ah, lasst mich in Ruhe. Oh
mein Gott, was zur Hölle ist das? Was ist das denn? Komm, ich messer dich tot, Alter. Zack, zack, zack. Stimmt das Vieh auch mal? Oh, haben wir eigentlich eine Lebensanzeige? Ich hab noch gar nichts irgendwie so gesehen. Schlitz, stirb du Ratte. So, das ist... Na komm. Oh, okay, also das ist definitiv... Das ist definitiv... Was wollte ich jetzt sagen? Oh mein Gott, ich hab's geschissen, dass ich vergessen hab, was ich sagen wollte. Strange. Ich bin tot, hooray! Genau. Das fängt ja mal geil an. Okay, ich glaube, wir mussten sogar sterben, so wie es aussieht. Okay. Ich raff's nicht. Okay, schauen wir uns das jetzt einfach mal an. What a nightmare. Happy Burger! Dad, it's me. Yeah. Sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay, I will. I love you too, Dad. Heather, okay. I need to speak with you. My name is Douglas Cartland. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Boah, gegeben. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, half an hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. Okay. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. Was will der denn von uns? Okay, gut, also. Was ist das denn hier? Ja, kann man das anklicken? Das Zeichen auf dem Spiegel, das kommt mir so bekannt vor. Woher kenne ich das nur? Wo habe ich das schon mal gesehen? Und warum tut mir der Kopf so weh, wenn ich mich zu erinnern versuche? Ah, schau mal, wir können uns gleich hier eine neue Speicherdatei erstellen. Blub. Einkaufszentrum, Toilette. Speichervorgang abgeschlossen. Wunderbar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich beende jetzt erstmal den Part und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, euer Lighting SB.